Hey ho Leute, hier ist wieder Let's Play Crazy Games, euer Crazy Memphis, der nächste Part von Dark Souls Playthrough und ja, wir sind hier immer noch auf unserem Türmchen, wo ich als letztes halt den Schützen hier niedergemacht habe, da liegt er. ja, ab hier nehme ich auch wieder kurz meinen Bogen, denn da vorne an der Treppe steht ein netter Ritter. Wenn ich den jetzt anschieße, seht ihr, oh. Da ist wohl was im Weg gewesen. Immer noch. Okay, daneben. So, jetzt lässt er dieses Fass rollen. So, wärt ihr nämlich die Treppe einfach so hochgegangen, dann hättet ihr das Fass schön ins Gesicht bekommen. Ja, unschön. Eine unschöne Erfahrung. Und außerdem haben wir ihn gleich hier. Er ist alleine und man kann ihn schön platt machen. So, hier nur ein Stück langsam vorgehen, dann kommt eigentlich auch schon der erste. So sollte es eigentlich sein, jawohl. Holen wir uns den zweiten. So, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich jetzt eine heiße Situation mache oder nicht. Wenn wir jetzt hier unten rechts, ist eine Treppe, am Ende des Ganges gibt es einen schönen Ring für den Anfang. Davor steht allerdings ein sehr, sehr harter Gegner. Es gibt halt zwei Möglichkeiten, diesen Ring zu holen. Entweder man geht jetzt hier runter und stellt diesen Ritter so. Oder es gibt hier noch eine Abkürzung, dann kann man quasi direkt auf die Plattform springen, wo der Ring liegt. Man kann sich ihn schnappen. Wenn man Pech hat, ja, tötet der Gegner einen sofort. Wenn man Glück hat, kann man noch schnell wegrennen. Wenn man Pech hat, ist er schneller und man stirbt. Also es ist jedenfalls definitiv mit Glück verbunden. Ich weiß auch nicht, ob ich es machen soll. Es ist quasi hier unten. Da seht ihr es. Da kann man jetzt halt von hier aus, wenn mit einem gezielten Sprung hinspringen. Und direkt davor ist wirklich ein schrecklicher Gegner. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Vielleicht auch erst nächste Runde. Ich hab Angst. Ja. Wobei, dann kann ich euch eigentlich gleich zeigen, wie es ist, wenn man... Also, falls man gestorben ist. Gut, ich werde mal kurz die Waffe wechseln. Ich hatte eben gerade irgendwo was eingesammelt, glaube ich. Hier eine Streitaxt, die ist ein bisschen stärker. Wir werden ihn jetzt probieren, so zu töten. Drückt mir die Daumen. Ich kann sie gerade nicht drücken. ja. Es wird spannend und lustig. Da ist er. Hilfe! Wenn ich Glück habe, kann ich ganz langsam ran, ihn kurz backstabben. Und dann damit anlocken. Oh nein, das war's. Lauf. So, am besten bei ihm auch kurz weglaufen, damit man eine Area hat, wo man auch kämpfen kann. Weil dieser enge Raum ist mit ihm nicht schön zu kämpfen. Also absolut nicht schön. Okay, probieren wir es hier. Los, komm her. Ah, da ist er. Man kann ihn auch parieren mit ein bisschen Glück. Ah, aber das habe ich natürlich jetzt nicht. Oh, ich muss auf jeden Fall was trinken. Au, das hat wehgetan. So ein Mist. Das wird ein enger Kampf. Ja, Backstab, nice. Bringt zwar, glaube ich, nicht viel. 78. Hm. Au, shit. Nice. Oh, auch nur noch zwei Estus-Flakons. Das ist auch nicht schön. Ah. Halt immer versuchen, am besten alles zu blocken und dann hinter ihn zu kommen. Ah, oh, und gestorben. Oh, nee. Ja, so schnell geht's. So schnell geht das. Ja, definitiv noch viel zu unterlevelt für ihn.
Viel zu schlechte Waffen. Definitiv. Oh Mann, sorry Leute. Das ist jetzt leider kein Live-Kommentar mehr. Ich hatte ab da leider Schwierigkeiten mit meinem Aufnahmeprogramm. Ja, was ich euch hier quasi gerade erzählt habe, ist, dass das Leuchtfeuer auch der Speicherpunkt ist. Sehr wichtig. Wir haben ja kurz zuvor diesen Ritter probiert zu töten. Leider nicht geschafft. Ja, jetzt wollen wir auf jeden Fall mal weiter hier im Text. Gucken mal, was wir machen. Ja, ich hoffe, es ist nicht schlimm für euch, dass es jetzt kein Live-Kommentar mehr ist. Deswegen werde ich auch gar nicht viel rumquatschen. Ihr sollt dann einfach jetzt das Video angucken. Versucht natürlich, so viel rauszusehen, wie ihr könnt. Es ist, denke ich mal, trotzdem noch hilfreich. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und bis zur nächsten Folge Let's Play Crazy Games Dark Souls. Und danke fürs Zuschauen. Bis dann.
So, ich habe mich jetzt nochmal kurz eingeklinkt. Wir stehen jetzt hier vor dem ersten Boss quasi. Ich streite jetzt hier gerade durch den Nebel. Ich habe mich jetzt nochmal eingeklinkt, damit ich kurz erklären kann, wie der Boss ein bisschen leichter ist. Es gibt zwei Strategien. Die erste ist halt, man dreht sich um, da ist erstmal eine Leiter. Und oben sind zwei Bogenschützen, die natürlich erstmal fertig machen, sonst stören die nur beim Bosskampf. Wenn man das gemacht hat, geht man erstmal wieder runter, muss natürlich erstmal den Boss zu sich holen. Das werdet ihr dann gleich sehen. Ich denke mal, ich mache jetzt erstmal hier die beiden Knochenheinis platt. Und dann werde ich weiter erzählen. Okay, man geht jetzt halt einen Schritt weiter und dann vor sich hat man ja noch einen Turm. Und da seht ihr dann, was da runterspringt. Sobald er gesprungen ist, rennt sofort wieder zur Leiter zurück, ab nach oben. Und dann müsst ihr im Prinzip die gleiche Taktik anwenden wie beim Tutorialboss. Von oben auf ihn runterspringen mit RB. Und dann macht man so ein gutes Viertel Schaden. Diese Taktik kann man halt wiederholen, indem man halt wieder ein Stück dann von ihm wegrennt. Damit man halt wieder Zeit hat, um zur Leiter zu rennen. Bei mir hat das hier leider nicht geklappt. Deswegen zeige ich euch dann, oder sage ich euch, wie dann die zweite Taktik geht. Ist auch recht einfach. Und leicht zu bewältigen. So, wie ihr seht, hat es da nicht geklappt. Ich bin nicht zurückgekommen. Er hat mich halt erwischt. Da ist jetzt die Strategie halt wirklich... Klingt komisch, ist aber so, immer zwischen seinen Beinen stehen, weil ihr seht, da erwischt er einen, ja gut, kaum. Es passiert schon, dass er mal einen erwischt, aber nicht so oft. Man kann sich heilen, wie ihr seht, und dann kann man halt schön auf ihn einschlagen. Okay, ja, das sind die zwei Strategien für den Boss. Ich verabschiede mich hier, genießt noch den Bossfight und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge Let's Play Crazy Games. Und bis dahin,